Schlüpter, eine Marke mit Kultcharakter, vor allem aber mit Qualität. Denn auch 20 Jahre nachdem der letzte Bier vom Band gelaufen ist, sind noch viele Exemplare im täglichen Einsatz. Zugegeben, die Mehrzahl befindet sich heute in den Händen von Liebhabern und Sammlern. Dennoch zeigen die roten Schlepper noch heute ihre volle Kraft. Rot? Nicht unbedingt. Denn neben den ersten Schlüpter-Prototypen, die in grüner Farbe ausgeliefert wurden, finden sich auch einige Schlepper mit Sonderlackierungen. Einer davon ist dieser 280 PS starke Bolide. Aber welche Geschichte steckt hinter dieser markanten Optik? Unter der gelben Lackierung versteckt sich ein handelsüblicher Super 3000 TVL. In ihm arbeitet ein 11,4 Liter Aggregat von MAN. Der Sechszylinder bringt ein Drehmoment von 1030 Newtonmetern auf die Kurbelwelle. Übertragen wird diese Power über ein ZF-Lastschaltgetriebe. Dieses besitzt bei Vorwärtsfahrt neben 6 Hauptgruppen 3 Lastschaltstufen. Insgesamt bringt es das Getriebe auf 18 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge. Auch wenn 56 Liter pro Minute Hydraulikleistung und 8,4 Tonnen Hubkraft im Heck für heutige Verhältnisse eher unterdurchschnittlich sind, war der Supertrack damals der Platzhirsch im Bereich der Großtraktoren. Für viele aber noch zu groß, denn im Zeitraum von 1981 bis 85 wurden nur 12 Exemplare gebaut. Die Rheinische Braunkohle AG war eine der wenigen Besitzer, die die Leistung des Boliden zu nutzen wusste. Die Firma verwendete Schlüpper-Traktoren für den Einsatz im Tagebau und in der Rekultivierung ehemaliger Kohleminen. Für diese Aufgabe erhielten die Schlepper die auffällige gelbe Rhein-Braun-Lackierung. So waren die Traktoren Jahre im Braunkohlebau tätig, ehe sie nach getaner Arbeit aus dem operativen Geschäft ausgemustert wurden. Wie viele der ehemaligen Braunkohleschlepper es noch heute gibt, ist leider nicht bekannt. Nur eines ist klar, den Modellen der Marke Schlüter wird noch weit in die Zukunft hinaus ein großes Andenken bewahrt. Oh, that's a good one.